Ja, und wir wollen dieses Thema natürlich weiter vertiefen bei mir im Studio. Deswegen Janina Mütze, Geschäftsführerin des Meinungsforschungsinstitutes CIVEI. Schön, dass du heute jetzt hier bei uns bist. Lass uns noch mal über Charles und Camilla so ein bisschen sprechen. Ist ja ein historischer Besuch, muss man ganz klar sagen. Die erste Auslandsreise des frisch gebackenen britischen Königs. Allzu lange ist er ja noch nicht im Amt. Kann man denn jetzt schon sagen, der steht für eine neue Art der Monarchie? Hat er so ein bisschen frischen Wind reingebracht bei den Royals? Ja, wir befragen natürlich immer auch die Menschen in Deutschland dazu, weil das eine ist ja das, was wir erleben, die ihn jetzt wirklich minutiös verfolgen. Das andere ist, wie gucken eigentlich die Menschen in Deutschland repräsentativ da drauf? Und da sehen wir tatsächlich eine ganz, ganz spannende Stimmverteilung. Die ist nämlich gar nicht so eindeutig. Also wenn man fragt, vertritt er eine neue Art der Monarchie, da würde ein gutes Drittel der Deutschen sagen, ja, das tut er. 24% sind hier unentschieden. Also jeder Vierte traut sich gar kein Urteil zu, ist vielleicht noch kein Monarchie-Experte. Und 42% sagen nein. Also diejenigen, die in ihm wirklich was Neues sehen, das sind eher die Menschen aus dem konservativen Lager, die vielleicht auch sich etwas mehr für die Monarchie interessieren oder auch etwas mehr dahinter stehen. Mhm. Ihr habt natürlich noch viele weitere Fragen gestellt. Ich meine, das war natürlich ein recht pompöser Auftritt hier in Berlin und eben auch dann gleich in Hamburg. Was sagen die Menschen denn? Hat sich dieser Aufwand, der da betrieben wurde, ist der angemessen? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, denn es wurde ja viel geboten und es gab viel zu sehen und es wurde viel investiert. Und deshalb haben wir die Menschen mal sehr direkt gefragt, ist der Aufwand für den Staatsbesuch angemessen? Hier sehen wir eine nahezu Gleichverteilung zwischen den Ja- und Nein-Sagern. 44% sagen Ja, 14% sind unentschieden, 42% sagen Nein. Also eine eindeutige Meinung sehen wir hier nicht. Ich persönlich denke aber, es sind doch schon ein hoher Anteil an Menschen, die sagen, das ist angemessen. Wir haben auch mal in unserer Datenbank geschaut, wie viele Menschen eigentlich die Aufwände für die G20-Veranstaltungen für angemessen hielten. Und da war der Anteil deutlich niedriger. In Deutschland haben wir ja seit 1918 keine Monarchie mehr. Was denken die Menschen denn? Ist die Monarchie noch eine zeitgemäße Staatsform? Ich meine, wir sind ja schon so ein bisschen neidisch, wenn man dann nach Großbritannien guckt und da eben einen König und eine Königin sieht. Ja, wir haben es ja an den Daten jetzt schon gesehen. Also es gibt eine gewisse Grundfaszination für die Monarchie, für den Glanz. Aber für zeitgemäß halten die Deutschen diese Staatsform nicht mehr. Das sehen wir in den Daten ganz eindeutig. Gerade einmal 17% würden sagen, ja, das wäre noch zeitgemäß. 14% sind hier unentschieden. Eine große Mehrheit von 69%, also 7 von 10, sagen, nein, diese Staatsform, die Monarchie ist nicht mehr die Staatsform der heutigen Zeit. Also da würde ich sagen, das ist ein sehr eindeutiges Bild in Deutschland. Da wollen wir doch die Kollegin Alina Quast noch mit einbinden. Die steht nämlich vor dem Hamburger Rathaus. Alina, wie erklärt sich denn dieser Widerspruch, diese Zahlen, die wir da gerade eben gesehen haben? Auf der anderen Seite erinnern wir uns am Brandenburger Tor, gab es eben dann doch einen großen Menschenauflauf. Die Leute haben applaudiert, sind sehr freundlich mit dem König umgegangen und nicht zu vergessen die verstorbene Queen, die ja hier auch sehr viel Zuspruch erhielt. Wie erklärt sich das, dass die Werte dann doch für die Staatsform Monarchie doch eher abweisend sind? Die Monarchie polarisiert, aber die Leute, die wir dann am Brandenburger Tor beispielsweise gesehen haben, das sind ja die echten Fans, das sind die Royalisten, das sind die, die auch wirklich eine Faszination haben für das britische Königshaus. Wir kennen es alle aus Märchen, schon als Kinder haben wir über Prinzessinnen und Prinzen gerne gelesen, also da kommt sicherlich auch die Faszination her. Noch dazu liefert das britische Königshaus natürlich auch Gesprächsstoff, natürlich auch Skandale. Also deswegen zum einen die Faszination, aber auch diese Skandale kratzen natürlich am Image der Monarchie, die sich ja immer als Vorzeige- und Vorbildfamilie zeigen wollten. Aber gerade auch die jüngere Generation, die hat dann doch ihre Zweifel, ob eine Monarchie im 21. Jahrhundert noch so Sinn macht. Und es gibt auch viele, die kritisieren, dass die Monarchie darauf gefußt ist, dass wegen des Kolonialismus, dass darauf die Stellung und auch der Reichtum sich beruft. Also deswegen auch Kritik gerade von der jüngeren Generation. Deswegen gilt es natürlich jetzt auch für König Charles in seiner Zeit, die Monarchie zu verbessern quasi, denn eine Monarchie ist auch nur so beliebt und so stark, wie sie beim Volk beliebt ist. Alina, vielen Dank für diese Einordnung aus Hamburg. Dankeschön. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie
hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.